Ob der Oktoberwhisky was für mich ist, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir einen Whisky zu trinken. Heute habe ich vom Whisky Zirkel die Oktoberausgabe hier und bin schon gespannt, was drin ist. Zack. Das brauchen wir nicht. Ja, das mache ich mal lieber wieder auf. Denn das ist ja hier immer so eine Sache mit dem Verschluss. Gut, heute ganz unprofessionell. Ich schütte erstmal ein und schaue dann, was es ist. Und zwar ein Blended Scotch Whisky Turntable Blending House Paradise Funk Natural Color 46% Volumenalkohol. Okay. Ich bin gespannt, was es ist. Turntable Blending House kenne ich tatsächlich noch nicht. Mein erster Eindruck ist aber, dass es in ist auf jeden Fall ein Finish Fass dabei ist. Ich würde fast sagen, in einem Fass, wo vorher irgendwas Hochprozentiges drin gelegen hat. Aber näher würde ich mich da nicht festlegen wollen. Hier könnte rum sein. Oder was anderes. Also, da bin ich jetzt gerade ein bisschen raus, ein bisschen lost. Aber ich habe eine schöne Fruchtnote, eine schöne Süße. Ein Fenster ist. Ja, weist eine leichte Öligkeit auf. Ein bisschen Mango. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal atmen. Und in der Zeit mache ich mich vielleicht ein bisschen schlau über diesen Whisky. Weil Turntable Blending House sagt mir nun gar nichts. Gut. Also, bis gleich. 20 Minuten später. Genug geatmet, jetzt wird gerochen und probiert. Okay, also die Trockenfrüchte sind wesentlich präsenter geworden. Rosinen habe ich allerdings nicht, ich habe eher Pflaume. Getrocknetes Kernobst. Getrocknete Orange. Mango ist immer noch da, ob jetzt getrocknet oder nicht, das mag ich jetzt auch nicht zu verifizieren hier, zu unterscheiden. Okay. Eine leichte Karamellnote, eine Süße und einen leichten Fassgeruch, so Eiche. Bisschen holzig. Gut. Ich probiere. Cheers. Also da ist im Geschmack mehr drin, als man im Geruch meinen mag. Karamell ist stark da, die Trockenfrüchte sind super gut da.
Ich habe eine leichte Schokonote im Bereich, im hinteren Bereich des Geschmacks, so im mittleren Bereich des Abgangs. Den nehme ich gerade mal kurz vorweg. Der Abgang ist auf jeden Fall relativ lang, worin sich die Schokonote auf jeden Fall findet. Eine Würzigkeit mit einer leichten Pfeffernote. Eine schöne Süße. Ja, und der bleibt wirklich lang drin. Aber nochmal zum Geschmack. Ich habe eine leichte Sahnenote drin. Da ist so eine Sahnenote in Verbindung mit der Karamellnote, würde ich fast sagen, Toffee. Leichte Vanilligkeit ist drin. Zeugt wahrscheinlich davon, dass es in Ex-Bourbon-Fässern definitiv gereift ist. Eine Rumnote habe ich nicht drin, aber sowas wie Cognac, also wie so ein Brandy oder so. Sowas sehr hochprozentiges schon. Leichte Mango-Ananas-Note. Die Trockenfrüchte vom Geruch. Sind im Geschmack nicht ganz so wiederzufinden jetzt, aber eine leichte Traubennote habe ich noch. Jetzt nicht Rosine, sondern eher frischere Trauben. Ne? Also nicht so was Verschrumpeltes. Also wesentlich komplexer im Geschmack als im Geruch. Und ich bin jetzt nicht der Blend-Fan oder auch nicht der Blend die Blend-Koryphäe hier, was es angeht, das überlasse ich anderen. 46% Volumenalkohol stehen ihm gut. Ich würde jetzt auch da nicht wirklich mehr wollen. Es bleibt so eine leichte Alkoholnote auf der Zunge, ganz am Ende vom Nachklang. Also vom Geschmack her definitiv interessant, vom Abgang sehr schön, für, ich würde sagen, für einen Blend ganz gut gelungen. Ich habe keine Ahnung, was eine große Flasche kostet, das blende ich dann hier mal ein. Genauso blende ich auch hier mal ein, in was für Fässern der Whisky gereift ist. Also ich gehe davon aus, dass es definitiv ein Ex-Bourbon-Fass war, ob jetzt First oder Second Fill, weiß ich nicht. Und dass da ein anderes Schnapsfass bei war. Aber ja, da bin ich mal gespannt, was ich gleich rauskriege, wenn ich da ein bisschen nachschaue. Das ja, nicht gefärbt, nicht kältefiltriert, steht ja drauf. Und sehr interessanter Whisky, wenn man nicht wie ich so eher auf Single Malt fixiert ist, dann und Blend offen ist, kaufen. Ich weiß nicht, was er kostet. Irgendwo wahrscheinlich zwischen 70 und 100 Euro, gehe ich von aus, wenn er teurer ist. Dann würde ich wahrscheinlich nicht kaufen, aber so zwischen 70 und 85 Euro schätze ich den maximal ein. So. Aber auch da kann ich falsch liegen. Preis blende ich mal ein. Jetzt. Und du siehst jetzt, ob ich daneben lag oder nicht. Ich noch nicht. Ja. Wenn dir das kleine, aber feine Video hier gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du keins mehr der Videos, die hier alle 14 Tage Samstag um 14 Uhr kommen. Und schreib mal in die Kommentarfunktion rein, was du von Turntable Blending House kennst, was du mir empfehlen kannst. Dann probiere ich demnächst nochmal einen Blend. Ja. In dem Sinne, Cheers und Tschüss.